Nun kommen wir zu der Schlussfolgerung dieser Konferenz, was wir als Kulturdialog bezeichnen, aber soll wirklich auch den Raum für mehr Diskussionen eröffnen. Ich bitte also, diese vier kurze Stellungnahmen zu machen, was wir wollen, wie Europa in der Zukunft aussieht. Denn ich bin ein dickköpfiger Kulturoptimist, trotz all der schrecklichen Sachen, die wir gestern und heute diskutiert haben. Einfach weil ich denke, dass der Mensch potenziell kreativ ist, und zwar alle. Dass das Auferstehen von Genies so selten war in letzter Zeit, liegt daran, dass die materiellen Probleme den Menschen nicht erlaubt haben, sich kreativ zu entwickeln. Und deswegen geht man davon aus, dass Genies selten sind. Aber ich denke, es ist der natürliche Zustand der Menschheit. Und Nikolaus von Kues, der wirklich eine Fontäne der Kreativität und der Inspiration ist, er sagte, als er De Docta Ignorantia geschrieben hatte, machte er die Bemerkung, dass er vollkommen bewusst war, dass er etwas komplett Neues sagte, was nie vorher von einem anderen Menschen gedacht worden war, und dass diese Gedanken eine neue Ära für die Menschheit einleiten würden. Es war absolut wahr, aber wie konnte er das wissen? Wie konnte er auf diese Art und Weise die Zukunft vorhersagen? Nun, weil er wusste, dass wenn man das falsche Denken von den Peripatetikern und Scholastik ablehnt, er damit die Ideen von Platon auf höherer Ebene wiederbeleben würde. Und die Verteidigung von De Docta Ignorantia, nachdem er sah, dass Josef Wenck das angegriffen hatte und sagte, es wäre eine pantheistische Tradition, sagte er, dass wenn Menschen, die auf einem Turm stehen, dann sieht man, wie die Aristoteliker hin und her rennen, hinter irgendwelchen Dingen herrennen. Aber wenn man sich erhoben hat auf das die Ebene des platonischen Denkens, dann ist man wie derjenige, der den Verfolgten, den Verfolger und den Prozess des Verfolgens verfolgt oder wahrnimmt. Während der arme Aristoteliker, der sagt, entweder A oder B, wird eben in diesen Widersprüchen gefangen sein und nichts finden. Wir müssen also diesen Paradigmawandel wirklich ernsthaft diskutieren. Denn was Platon als die Hypothese der höheren Hypothese beschrieb, oder Nikolaus von Kues, den Zusammenfall der Gegensätze, ist eine vollkommen andere Art des Denkens. Und es ist Zeit, dass man jetzt diesen Sprung im Denken macht, denn mein Ehemann, der wahrscheinlich der beste Vorhersager, der sagt schon seit Monaten, dass wir Menschen wegbringen müssen von dieser Ebene der Sinneswahrnehmung, weil es sie verdummt. Und die Menschen, die Oligarchie reduziert die Menschen bewusst auf diesen Zustand von maximaler Lust und der maximalen Vermeidung von Schmerz. Sie werden immer banaler durch die Unterhaltung. Sie werden immer brutaler, perverser, pornografischer. Und das ist etwas, was wir bewusst ablehnen müssen. Denn Europa ist nicht nur ökonomisch in einer schrecklichen Lage, sondern Europa ist weit entfernt von dem, wo es sein sollte. Und diese Europäische Union lehne ich ab, vor allem, das ist der wichtigste Grund, weil sie nichts mit den Hochperioden der europäischen Kultur zu tun haben. Sie befördern nicht die griechische Antike. Sie sprechen nicht die Spanier an vom Standpunkt der andalusischen Renaissance oder den Gemälden von Goya oder Raimundus Lullus und vielen
anderen großartigen Beiträgen, die Spanien gemacht hat. Sie versuchen nicht, das Italien der Renaissance wiederzubeleben, geschweige denn Deutschland. Da stimme ich mit Professor Tahan vollkommen überein. Es gibt aber einen riesen Unterschied zwischen unserer klassischen Tradition und den mittelmäßigen Politikern, die überhaupt keine Beteiligung an dieser Tradition haben. Was wir also machen müssen in der Zukunft Europas, und das sollte von dieser Konferenz nach außen getragen werden. Wir müssen nicht nur eine Offensive schaffen, um den Dritten Weltkrieg zu verhindern und die Alternativen auf die Tagesordnung zu bringen, dass man eben Entwicklung statt Krieg auf die Tagesordnung bringt, dass die neue Name für Frieden Entwicklung ist, dass wir nicht nur das Problem des Euro lösen und sowohl die Expertise von Professor Hankel nutzen, der immerhin der Kopf des Finanzministeriums und der Chefökonom der Kreditanstalt für Wiederaufbau war, sondern der aus einer Periode stammt, in der man noch in Begriffen der Realwirtschaft gedacht hat. Aber wir müssen dem die Beiträge meines Ehemannes hinzufügen. Er ist der führende Wirtschaftswissenschaftler auf der Welt, denn er hat physische Wirtschaft weiterentwickelt als irgendjemand sonst. Und wenn er sagt, dass die einzige Lösung ist, Menschen wegzubekommen von der Verlässlichkeit der Sinneswahrnehmung und dass wir Menschen erheben müssen auf die Ebene der Kreativität und das nicht nur sonntags, sondern über die gesamte Woche hinweg. Es muss ein Lebensstil werden, dass man jedes Problem von einem Standpunkt einer kreativen Lösung, vom Standpunkt der Metapher, der Flanke und außerhalb des Fischglases denkt, sich nicht reduzieren lässt auf eine zweidimensionale Person, sondern sein kreatives Potenzial entfaltet. Das muss also in die Bevölkerung gebracht werden, sodass sie anfangen, die Süße der Wahrheit mehr zu lieben als die von irgendeiner Praline. Wir müssen also das Gleiche tun, was Friedrich Schiller tat, als er seine großen Dramen schrieb, wo ein normaler Bürger ins Theater geht und plötzlich konfrontiert ist mit den großen Themen der Zivilisation, wo er sich mit dem Schauspieler auf der Bühne identifizieren muss, wo er sich entscheiden muss, Gutes zu tun für die kommenden Generationen, vorauszudenken, wie ein Staatschef, wie ein König. Ich spreche hier nicht für die Monarchie, es waren historische Dramen. Man muss groß denken im Sinne der Menschheit und darüber, wie man jetzt aus dieser historischen Epoche herauskommt. Und wenn wir das ableben, dann können wir zu diesen ökonomischen Wirtschaftsprogrammen eine moralische Renaissance schaffen, zurückkehren zur klassischen Kultur und dahin, dass Kunst schön ist und alles ablehnt, was heutzutage als Kunst durchgeht. Schiller hat in seinem Briefwechsel mit Körner sehr wichtige Punkt gemacht, dass ein Gedicht, das nicht schön ist, ein schlechtes Gedicht ist. Wir müssen also die klassische Musik wiederbeleben, nicht weil es eine Frage des Geschmacks ist, sondern weil klassische Musik die einzige Musik ist, die mit den kreativen Fakultäten des menschlichen Geistes harmoniert und insbesondere bestimmte Rhythmen und Krach sind zerstörerisch für den kognitiven Geist. Ich weiß, es ist schwerer, dumme Menschen zu entwickeln, aber genau das ist der Weg, den wir einschlagen müssen. Ich gebe weiter an Liliana Gorini. Matthias, hast du das? Okay, my name is Liliana Gorini. Mein Name ist Liliana Gorini. Ich bin die Vorsitzende von Movisol, der La Rouche-Organisation Italien. Und ich hatte die Ehre,
viele Jahre mit Frau und Herrn LaRouche zusammenzuarbeiten für eine kulturelle Renaissance, vor allen Dingen um die Verdi-Stimmung wiederherzustellen, wofür wir die Unterstützung von 2000 Opernsängern im Jahre 1988 bekommen haben. Und auch das Don Giovanni-Projekt in Virginia, wo unsere Jugendmitglieder die gesamte Oper Don Giovanni von Mozart aufgeführt haben. Bevor ich die positive Seite beschreibe, was zu tun ist, um Deutschland wieder auf die Ebene der deutschen, spanischen, arabischen und italienischen Klassik emporzuheben, möchte ich etwas aus der Vergangenheit sagen, denn das wird Sie vielleicht schockieren. Wir hatten ja den kulturellen Höhepunkt mit Verdi und Beethoven, aber heute sind wir am Tiefpunkt der Kultur. Vielleicht kennen das auch einige schon. Opern Gangnam Style. Gangnam Style. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen das kennen. Das ist einer der Top-Hits auf MTV. Und Sie kennen das? Ja, das dachte ich mir. Und was mich schockiert hat, ist, dass vor einigen Wochen, da ich ja Daniel Estulins Rat folge und Facebook auch benutze, wir machen das, weil wir eine ziemlich kleine Organisation sind in Italien. Ich poste also unsere Statements und LaRouches Statements auf Facebook. Und ich habe auf Facebook, sogar auf Facebook, Leute gefunden, die sagen, dieses Musikstück ist im Zentrum gewesen eines Treffens von 12.000 Menschen in Spanien, um diesen ekelhaften Tanz nachzuahmen und so Peitschbewegungen zu machen. 12.000 Menschen haben also gleichzeitig dieses Ding getanzt. Und als Helga gestern Morgen gefragt hat, warum gehen die jungen Leute denn nicht auf die Straßen, um gegen Krieg und für den Wiederaufbau des Nahen Ostens zu demonstrieren, dann ist das vielleicht die Antwort. Das fordert uns heraus, denn damit haben wir es zu tun, wenn wir auf die Straßen gehen und junge Leute treffen. Denn viele haben das im Kopf oder ihre Disco oder sich zu betrinken, schon mit 15. Das ist Teil des Plans der Oligarchie, die Bevölkerung zu zerstören. Die Kultur wird benutzt, um die Bevölkerung geistig zu töten und dann auch körperlich. Ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, aber in Italien gibt es viele Autounfälle mit tödlichem Ausgang nach einem Disco-Besuch junger Leute in der Samstagnacht. Und eines der Prinzipien, das von LaRouche in diesem Projekt klar in Virginia mit Don Giovanni klar wurde vor einem Jahr, ist, was ich das Don Giovanni-Prinzip in der Politik nenne. Diese Politiker wie Merkel, Monti, Samaras und alle eigentlich, inklusive Hollande, glauben, dass sie ihre Wähler betrügen können, dass sie sich gegen das Naturrecht auflehnen können. Sie glauben, sie könnten arrogant genug sein, ihre Macht zu behalten, sogar trotz des Leidens der Bevölkerung, und dass die Menschen von keine Gesundheitsversorgung mehr haben und dann Hunger sterben. Dieses Prinzip wurde in einigen Fällen, kam es hervor, zum Beispiel als Berlusconi aus dem Amt geworfen wurde. Er dachte, er könnte immer durchkommen als Politiker, der populär ist, der mit jungen Mädchen rumhängt. Aber er wurde durch die Wahl vernichtet. Dominik Strauss-Kahn ist auch ein anderes Beispiel. Aber es geht nicht nur um das Vergewaltigen von Frauen, wie bei Strauss-Kahn, sondern es geht um das Vergewaltigen ganzer Nationen, wie das Obama und Susan Rice machen. Aber es ist wie bei Don Giovanni, der glaubt, er könne das Naturrecht
ablehnen und missachten und könnte damit gewinnen. Aber das funktioniert nicht. In Amerika ist es auch so. Die amerikanische Bevölkerung leidet, aber Obama denkt, er könne weitermachen wie Nero und dass die Leute ihn immer weiter mögen würden. Er hat keine Anteilnahme an dem Leid der Bevölkerung. Aber was lehrt uns Don Giovanni, der Kommandantore, der das Naturrecht symbolisiert, kommt am Ende und bestraft Don Giovanni, lädt ihn zum Abendessen ein und zieht ihn in die Hölle hinab. Und Don Giovanni nimmt ja die Einladung an, weil er glaubt, er könne sogar in dem Augenblick Naturrecht beiseite schieben. Es gibt eine Aufführung in der La Scala, wo sie Don Giovanni tatsächlich gewinnen lassen. Und deswegen, das zeigt, dass die Oligarchie sich bewusst darüber ist, was das Don Giovanni-Prinzip in der Politik ist. Und als Helga gefragt hat, wie wird die Kultur in Europa in 10 Jahren aussehen, dann wird es aussehen wie die Dantes Commedia. Eine Figur darin, je mehr er isst, desto hungriger wird er. Und das ist genau wie die Investmentbanker. Benigni zum Beispiel, der berühmte Schauspieler, der liest ja Dante Alighieri auf öffentlichen Plätzen, da die Monti-Regierung den Lehrstuhl für Dante-Studien aufgelöst hat. Und er sagt, Monti wäre ein perfekter Kandidat, im Kreise der Technokraten sich aufzuhalten von Dantes Komödie. Und man sollte eine neue göttliche Komödie schreiben über diese Politiker wie Monti, Draghi und die jetzige Regierungsmitglieder. Und natürlich sehe ich in 10 Jahren junge Leute, die sich in Stadien zusammenfinden, um Beethovens Freude oder an die Freude aufzuführen. Das ist meine Vorstellung davon, was passiert, wenn wir gewinnen. Guten Tag, ich bin Odile Mojon aus Paris von der Solidarité et Progrès. Ich gehe im Prinzip in die gleiche Richtung wie Liliana und ich möchte ein kurzes Bild zeichnen. Was wir mit der Kultur sehen, ist etwas, was bösartig in vieler Hinsicht ist. Und durch die Kultur und das Umfeld, was sie schafft, können wir Menschen dazu bringen, dass sie sich freiwillig der Knechtschaft unterwerfen, so wie das der Jacques beschrieben hat. Und die Menschen werden Komplizen ihrer eigenen Knechtschaft. Sie werden Sklaven und helfen bei ihrer eigenen Zerstörung. Ich denke, da sind zwei sehr wichtige Punkte, wie die universellen Ideen zerstört werden. Sie werden zerstört, offensichtlich durch die Einführung des Relativismus. Ich kann Ihnen da ein Beispiel geben. In Frankreich, da haben sie vor 20 Jahren sehr große Gebäude in Paris gebaut, das Cité de la Musique, von einem furchtbaren Architekten, und da ist jetzt die höchste Musikschule in Frankreich. Und jetzt ist sie nicht der Musik gewidmet, sondern den Musikern. Es wird also alle Art von sogenannter Musik unterrichtet, auch klassische Musik, aber es gibt keine Unterscheidung mehr zwischen Klassik und allen übrigen Formen.
Und da wird also jedes Prinzip zerstört. Das andere, was damit einhergeht, ist, wie es wird eine Musik gefördert, die insbesondere sensuelle Effekte erzeugt. Man kann also heute in praktisch keinen Platz in Frankreich gehen. Bei jedem Konzert, wo man hingeht, da hat man einen Klassiker, aber dann hat man auch immer irgendetwas wie Prokofjew, Schönberg. Auch da wird also die Einheit des klassischen Prinzips der Kunst wird beseitigt. Und das hat eine schlimme Wirkung auf die Leute, weil sie gar nicht mehr wissen, was klassische Musik eigentlich bedeutet. Ein anderer Aspekt, den ich erwähnen will, ist der Begriff des New Age. Ich habe im Internet mal mich der Arbeit unterzogen, moderne Dichtung zu suchen. Und das gibt es praktisch gar nicht. Es ist eine Kunst, die völlig zerstört ist. Da gibt es zwar einiges, was als Poesie bezeichnet wird, aber es ist bloß eine Ansammlung von Worten ohne jede Bedeutung. Und das ist, Poesie ist aber ein sehr wichtiges Werkzeug der Sprache, weil die Sprache dazu da ist, Ideen zu vermitteln. Und wir treffen jetzt sehr oft junge Leute, die sehr interessante Ideen haben, aber man kann sehr schnell feststellen, dass sie praktisch gar keine Möglichkeit haben, diese Ideen zum Ausdruck zu bringen. Und das ist schlimmer. Man hat der Jugend jede produktive Aktivität genommen. Sie haben keine Arbeit, keine Zukunft. Und sie haben aber auch keine Kultur mehr, außer dem, was eben Liliana gezeigt hat. Und diese Leute können einfach nicht Ideen formulieren. Sie können sie nicht mal konzeptionalisieren. Es ist ihnen geraubt bis an dem Punkt, dass sie gar nicht mehr denken können. Und ich denke, wir können in 10 Jahren vielleicht etwas haben. Dann wird es vor allem durch das erreicht werden, was wir gestern als Großprojekte diskutiert haben, weil in dem Moment, wo man die Verantwortung hat, Menschen in den Weltraum zu bringen, dann brauchen wir offensichtlich eine andere Kultur. Da muss man offensichtlich in der Lage sein, zu denken, Ideen zu formulieren, zu entwickeln. Und wenn man eine neue Welt entdeckt, von der wir nicht viel wissen, dann ist es nicht so, es wird eine Notwendigkeit sein, neue Begriffe zu finden und etwas Neues zum Ausdruck bringen zu können. Und dazu braucht man ein Instrument. Was dieses Instrument sein wird, es wird aber etwas sein auf der Ebene der Kunst, etwas wie Poesie, wie Musik. Wir müssen eine neue Form finden, dies zum Ausdruck zu bringen und diese Schönheit zum Ausdruck zu bringen. Und man wird das finden, indem man zurückgeht zu den Klassikern und die vom Geist her eben die neueste ist und nutzen das, um von da aus aufzubauen und neue Dinge mit der gleichen Qualität der Sprache zum Ausdruck zu bringen. Und das als Stufe zu benutzen, als Trittstein, um eine neue Qualität der Poesie, des Theaters und der Musik und aller anderen Formen der Künste zu finden. Und eine andere Sache, von der ich denke, dass sie sehr wichtig ist, ist, dass wir auch in der Lage sein müssen, neue und schöne Städte zu bauen. Denn es ist sehr schwer, die Leute in die Lage zu versetzen, dass sie diese neue Politik der Kunst
verkörpern können, wenn sie in scheußlichen Städten leben. Ja, good afternoon. Ja, mein Name ist Kasia Kruszkowski. Ich organisiere für die Bürgerrechtsbewegung Solidarität in Essen. Nun, Europa in 10 Jahren. Ich glaube, Europa wird wahre Führungskräfte haben in 10 Jahren. Kann man das auch auf Deutsch sagen? Wir sind in einer Zeit, wo es ein großes Problem ist, sich das vorzustellen. Denn die ganzen Präsentationen, die wir in diesen 2 Tagen zu Gesicht bekommen haben, die ganzen Früchte, die wir für die Zukunft pflanzen, viele Menschen haben ein Problem, dieses zu kommunizieren, und da müssen wir ansetzen. Die Jugend in Europa hat ein besonderes Problem, denn die Situation für die junge Generation in Europa ist ungeheuerlich. Wir haben steigende Arbeitslosigkeit in mehreren Regionen. In Spanien ist die Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen offiziell 78%. Und es gibt eine Selbstmordrate, die zunimmt. Und was wir immer mehr und mehr hören, ist, dass wir etwas ganz Fundamentales in der Herangehensweise der Politik ändern müssen. Wir müssen anfangen bei der Vorstellung davon, wie die Zukunft aussieht. Frau LaRouche hat uns mehrmals herausgefordert, vor allen Dingen die jüngeren Mitglieder dieser Bewegung, ein klares Bild davon zu malen, wie wir uns die Zukunft vorstellen, wie wir möchten, dass die Welt mal aussieht. Ich weiß, dass viele oder sogar die meisten Menschen ihren Gedankenprozess dann innerhalb von 5 Sekunden einfach abbrechen. Und welche Gedanken dann auch dazwischen kommen, das sind meistens Gedanken wie, ach nee, das ist jetzt nur Tagträumerei, das ist zu schön, um wahr zu sein, das wird doch eh nicht passieren. Aber genau da müssen wir anfangen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass es ein sehr langer Traum der Sklaven war, in Freiheit zu leben, Bürger zu werden, alle Bürgerrechte zu genießen. Und die meisten von ihnen konnten sich das überhaupt gar nicht vorstellen, geschweige denn darüber nachdenken. Es waren wenige, die es dann erreicht haben. Und es war ein großer, großer Traum, auch vieler weniger Menschen, dass der Mensch mal fliegen könnte. Viele Menschen hatten keine Vorstellung davon, konnten sich das nicht vorstellen. Es waren nur wenige, die es dann wirklich schafften. Und es war auch ein großer Traum vieler Menschen, den Fuß auf einen anderen Planeten zu setzen. Und wie Sie sicherlich wissen, gibt es heute immer noch Menschen, die sich das nicht vorstellen können und auch die Tatsache leugnen, dass das hier passiert ist. Und nur wenige Leute haben das wirklich mal durchdacht. Ich wollte Sie fragen, ist es nur ein Traum, ein Bild von der Welt zu haben, wo alle Nationen zusammenarbeiten für die gemeinsamen Ziele der Menschen, der Menschheit? Und jeder, der andere Menschen organisiert, weiß, dass es auch heute für viele Leute fast unmöglich ist, sich so etwas vorzustellen. Und das ist aber unsere Herausforderung. Es sind auch nur ganz wenige, die es dann wirklich schaffen werden. Und diese Führungspersonen, Führer von Europa, werden inspiriert von dem, was auf diesen Konferenzen besprochen wird, von diesen Projekten, von diesen Ideen, die bislang Gedankenobjekte sind, aber es liegt eben an uns, dies zu verwirklichen.
Ich weiß, dass viele Menschen, mit denen wir sprechen, sagen, ja, ich stimme voll überein. Es muss einen fundamentalen Wechsel und Veränderung geben, aber es muss von der Jugend ausgehen. Es wurde ja schon erwähnt, viele von denen gehen nicht auf die Straße demonstrieren, aus welchen Gründen auch immer, aus vielen Gründen. So, obwohl sie die sind, die am meisten von der Krise betroffen sind. Aber was man eben braucht, ist Inspiration, eine Idee, worum es überhaupt geht bei der menschlichen Gesellschaft, in der jedes Individuum ja teilnimmt. Wir sollten diese Ideen, die wir diskutieren, jetzt hier während der vergangenen 2 Tage, dazu nutzen, so viele Menschen wie möglich zu inspirieren und zu Leuten zu machen, die nicht nur über die Zukunft träumen, sondern Teil davon sind, sie zu verwirklichen. Vielen Dank. Mein Name ist Stefan Tolksdorf und wie auch Kascha bin ich politischer Organizer in Deutschlands Hauptstadt Berlin. Da wir nicht mehr viel Zeit haben und ich gerne eine Diskussion sehen würde, möchte ich etwas Kurzes sagen, denn ich denke viel über die Frage nach, wie man die junge Generation, die Jugend, in diesen Kampf einbezieht. Und jeder, der weiß, der Organizer ist, weiß, wie schwer das ist. Wir haben in Länge diskutiert, was die Probleme sind. Und ein bedeutungsvoller Schritt herauszufinden, dass es etwas sehr Universelles gibt im menschlichen Geist, ist, um euch einen Geschmack davon zu geben. Dieser Witz ist über einen polnischen Juden, der mit seiner Frau nach Paris reist im 19. Jahrhundert. Sie besuchen die Stadt, besuchen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, den Louvre und andere Museen, aber dann, eines Abends haben sie ein Treffen in einem sehr berühmten Club namens Moulin Rouge. Sie sind im Hotel, der Ehemann wartet schon in der Lobby auf seine Ehefrau, dass sie fertig ist mit dem Make-up und so weiter. Und während er dort sitzt, kommt diese sehr elegante junge Dame fast die Treppe heruntergeschwebt und während sie an ihm vorbeischreitet, erkennt sie, dass er sie anschaut und sie flüstert ihm ins Ohr, 1000 Franc. Und der arme Mann denkt für eine Zehntelsekunde und sagt 500. Aber sie verlässt den Raum. Seine Ehefrau kommt herunter und sie gehen zum Moulin Rouge, wo sie einen Tisch reserviert haben und schauen sich dort die Unterhaltung an. Aber der Sitzplatz neben dem Ehemann ist leer und diese junge Dame kommt in den Club, setzt sich ihn zur Linken, schaut zu seiner Frau herüber und flüstert ihm ins Ohr. Siehst du, das kriegst du für deine 500. Nun, ihr müsst mir vergeben, aber ich benutze Witze oft beim Organisieren. Es gibt schlechte Witze wie diesen, es gibt bessere, die mehr Zeit brauchen, aber es gibt etwas sehr Wichtiges, wenn man schafft eine Vorhersage, indem man eine Idee hat davon, wie der Geist des anderen reagieren wird. Und das ist nicht etwas, was in ihrem Willen unterliegt. Manchmal sind sie total blockiert und das ist sehr peinlich, wenn sie nicht lachen. Aber Beethoven und Schiller haben auf viel höherer Ebene als ein einfacher Witz
so einen Effekt auf den menschlichen Geist. Und ich kann euch versichern, dass das, was ihr gesehen habt gestern Abend, nur ein ganz kleiner Teil ist, auch wenn es wunderschön war. Es gibt so viel mehr in dieser Welt, das entdeckt werden muss und den Menschen zugetragen werden muss. Diese Konferenz ist sehr besonders, denn anders als andere Konferenzen, die wir in der Vergangenheit hatten, erinnert es mich sehr an die Worte von Martin Luther King, dass nur wenn es dunkel genug ist, man auch die Sterne sehen kann. Und die Krise ist nun wirklich so schlimm geworden, dass, und so offensichtlich, dass die Menschen nach Antworten suchen. Und das hat die Diskussion geformt, die wir hier haben. Eine sehr bewusste Diskussion, dass wir nicht närrisch mit unserem Leben spielen dürfen in dieser Zeit und in dieser Welt. Ich habe einige Schwierigkeiten vorherzusagen, wie Europa in 10 oder 50 Jahren aussehen wird, aber ich lasse nicht zu, dass diese Bürokraten in Brüssel den Namen Europa benutzen. Das akzeptiere ich nicht. Es ist nicht akzeptierbar. Ihr könnt einen Schritt machen, um Frederick Douglass kennenzulernen. Denn Frederick Douglass war amerikanischer Sklave und hat zwei Dinge getan, die dem, was wir machen müssen, sehr ähnlich ist. Einmal auf persönlicher Ebene, der Sklaverei zu entfliehen, nicht die eigene Sklaverei zu akzeptieren, sondern eine Flucht zu finden. Aber dann auch die Verantwortung zu suchen, die mit dieser Handlung entsteht. Wie kriegt man die anderen Sklaven aus ihrer Sklaverei? Heute ist die Sklaverei natürlich viel feinfühliger und tiefgründiger, weil junge Menschen glauben, dass es keine Sklaverei, sondern Spaß ist. Und wenn man Spaß auf diese Art und Weise definiert, dann ist es immer einfach. Man schaut sich einen Film an, man nimmt Drogen, man geht auf eine Party. Es bedeutet nie einen Aufwand auf Seiten desjenigen, der diesen Spaß sucht. Das heißt, wenn es zu einfach ist, kann es nicht so viel Spaß sein. Und mit Douglass erkennt man, dass es nicht die einfachen Dinge sind, sondern es sind die schweren Dinge. Der Fakt beispielsweise, dass er, der jedes Recht hat, das System abzustoßen, das ihm die Familie entzogen hat, einen eigenen Namen entzogen hat. Er kannte nie seine Mutter und seinen Vater und wurde wie ein Tier behandelt. Aber er hat den intellektuellen Aufwand gemacht, um die Unabhängigkeitserklärung und die Verfassung der Vereinigten Staaten als Instrumente zu erkennen für die Freiheit, die geschaffen wurden mit den Ideen, die für die gekämpft wurden über Jahrhunderte. Und es war immerhin Frederick Douglass, der Friedrich Schiller den Namen Poet der Freiheit gegeben hat. Und er hat ihn auf Deutsch gelesen. Da steht er also vor einer Herausforderung. Also wir sollten uns bewusst machen, dass organisieren, auch wenn es frustrierend sein kann, wenn es manchmal sehr schwer ist, am Büchertisch Menschen den Ideen nahe zu bringen, Leute dazu zu bringen, dass sie stehen bleiben, dass sie überhaupt eine Konversation haben, ist einiger Arbeit. Aber auf der anderen Seite ist das die einzige Quelle von wirklicher Freude, weil man etwas tut, das etwas viel Größerem beiträgt als deinem eigenen Leben oder des Lebens derjenigen Person, mit der man spricht. Und das ist das, was wirklich zählt. Ihr müsst sicher sein, dass das wichtig ist, was bleibt, lange nachdem man sein Leben gelebt hat. Das ist die Quelle der Glückseligkeit.